Hallo meine lieben Zuschauer, herzlich willkommen zum heutigen Video. Heute spielen wir das Spiel Shin Megami Tensei 5. Wenn euch das Video gefällt, lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja Leute, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Shin Megami Tensei 5. Ja, bei mir ist es jetzt so ein paar Wochen her, dass ich Shin Megami wieder aufgenommen habe. Ja, wir wollten jetzt erstmal hier lang, da die Kisten einsammeln. Und dem Mii-Mann, der da hinten gammelt. Ich denke mal, dass wir hier mit dem Gebiet auch so langsam fertig sind. So, jetzt gehen wir erstmal hier oben sinken und lassen uns von Andros nerven. Da ist ein Lorin-Kristall. Du bist herzlich willkommen. 80 Glurie mal wieder. So, hier vorne soll irgendwo ein Mii-Mann ja gammeln. Wahrscheinlich hier rechts auf der Klippe. Ich guck mir die Karte nochmal an. Ah, ich bin auch in der falschen Richtung gerade unterwegs. Da muss ich lang. Ich ignoriere mal, was der Stern mir anzeigen will. Ist eh nicht so extrem wichtig. Genau deswegen. So, hier soll mein Mii-Mann in der Nähe gammeln. Ich sehe ihn ja auf der Karte. Und das Geld nehme ich natürlich mit. So, mein kleiner Kumpel, wo steckst du denn? Oh, hier hast du Angst. Ja. Der Name Otemachi, daher kommt, dass der Ort lag. Okay. 175 Glurie, damit können wir 100 pro was anstellen. So, hier geht es wahrscheinlich auch runter. Aber nicht, dass es irgendwie für mich sinnvoll wäre. Obwohl doch, ich käme da drauf. Vielleicht ist da ja was. Nee, ist außerhalb der Map, da kann ich gar nicht hin. Was versuche ich hier? So, hier war noch eine Abzweigung, die ich nicht gesehen habe auf dem ersten. Genau, die zwei Kisten, die wollten wir auch haben. Die haben eh Angst vor mir. Weil ich für die overleveled bin. Saraswati-Essenz und Anzu-Essenz. Wie gesagt, den Stern, den lasse ich Stern sein. Gehen wir mal zum letzten Drachenlinienquell zurück. Dann können wir mal zum einen hier die Mii-Manns abgeben. Hauch des Lebens. Ah, ofenweise Hauche. So, bei 150 kriegen wir das nächste. Es sind nicht mehr so viele Mii-Manns übrig. Wir haben das Spiel bald durch. Beim nächsten kriege ich zwei Glurin-Kristalle. Und zwar die großen. Oh, 27.000. So viel habe ich gesammelt. Ist halt wirklich lange her, dass ich gespielt habe. Weil momentan nehme ich die anderen Projekte mehr in Beschlag. So, Essenzfusion Saraswati. Was ist Saraswati? Das da. Ich habe übrigens die neue Fähigkeit, die der Nahobino hat, noch nicht eingesetzt. Da könnte ich die anderen zum Reden benutzen. Ja, Gespräche nutze ich ja fast gar nicht, also ist das eigentlich unnütz. Ganz ehrlich, fusioniert die lieber, als dass ihr sie anspricht. Außer ihr wollt Geld sparen. Das könnte gewissermaßen nützlich sein. Wir nehmen Ansporn. Für Magatsui. So, dann können wir ja weitermachen. So, wir müssen auf jeden Fall noch diese Maschinen zerstören. Und ich will die Kisten noch einsammeln. Zusätzlich da oben muss ich eine Quest abgeben. Gehen wir erstmal die Brücke entlang. Eine Orobas-Essenz. So, ich will immer noch an den Glurin-Kristall, der auch hier ist. Sollte ich so tatsächlich drankommen? Verlangt nur einen Balanceakt. So, wieder 80 Glurie. Dann kann ich mir direkt auch noch die andere Magatsui-Fähigkeit holen.
Okay. Hier, Demeter. Ich habe den Tyrannen besiegt. Ja, der Schritt zu einer blühenden Welt ist getan. Und ich kriege einen physischen Abschwächer. Doch, alles stimmt. Okay. Als ob ich unbemerkt bleibe. Schön, dass du über mich wachst. Perfekt. Ah, ich kann den Moloch jetzt machen. Okay, dann gehen wir jetzt den richtigen Weg. So, Leute. Mit dem richtigen Weg meine ich jetzt natürlich, wir gehen hier runter, sammeln den Mimann, zerstören da noch die letzte Maschine und dann geht's an den Boss. Ich versuche jetzt auch ein bisschen mehr auf Story hier zu spielen, statt immer nur hier drumherum zu rennen. Wir wollen ja auch mal irgendwann fertig werden mit diesem Projekt. So, da soll ein Mimann gammeln. Der guckt sich dieses wunderschöne Rohr an. Der Herr des Chaos, ein Gott früher, ein Gott getötet hätte. Warte mal, da war mal was anderes als ein Mimann, war das mal ein Mensch? Ich habe auf die Hintergrundgeschichten der Mimans selten geachtet. So, ihn ignorieren wir, wie gesagt. Gönnen uns jetzt erstmal den Mimann hier. Zwei Feen dann noch. Okay, da ist die Burg Edo. Wo habe ich denn noch einen Mimann vergessen? Es müsste vom Prinzip noch einer hier sein, glaube ich. Vielleicht konnte ich ihn auch bisher nicht sehen, weil ich den Bereich noch nicht betreten habe. Dieses Konstrukt sieht auf jeden Fall immer noch sehr interessant aus. Das ist etwas, woran ich mich noch erinnern kann. Sieht halt aus wie so eine riesige Schlange. So, da gehen wir noch nicht hin. Wir schwächen den Boss, wenn erst noch vollständig. So. Da. Dann schwächen wir mal Ishtar. Ich weiß nicht, wie sehr ich mir jetzt dadurch leichter gemacht habe. Also ich weiß ja nicht, ob ich da generell schwer gewesen wäre. Das kann man nie im Voraus beurteilen, wenn man die Gegner abschwächt. Bestimmt ist das auch so ein Story-Element, wo ich hätte bestimmen können, ob die Geschichte jetzt ein bisschen anders verläuft. Weil ich wurde schon so leicht gespoilert, dass es verschiedene Endings gibt. Ich kann mir gut vorstellen, dass da, wo die Kiste ist, in dem Eck, dass da noch ein Niemand versteckt ist, der mir nicht angezeigt wird. Weil es gibt eigentlich 50 pro Gebiet. Und wir haben 148. Ich weiß, dass im vorherigen Gebiet noch einer fehlt. Aber an den komme ich derzeit auch nicht ran. Da habe ich wirklich gegoogelt, weil ich den nicht gefunden hatte. Eine Heilperle. Ich gucke jetzt nochmal auf die Karte. Vielleicht hinter dem Boss noch. Das wäre auch noch so ein Bereich, wo ich sagen würde, da könnte was sein. Die Dinge haben doch 100 pro mit dem Boss zu tun. So. Vorsicht. Anwesenheit eines mächtigen Dämons. Ich denke aber, dass wir den schaffen können. Wir sind vollgeheilt und sehr stark vorbereitet. Boah, das sieht geil aus. Who stands before me this time?
More of the jealous ones, crazed fanatics. I pity your blind acceptance. Do you not endeavor to see the truth for what it really is? In his eyes, all have fallen short of mercy. Eine hübsche Göttin oder ein Dämon? Der Gott der Freizügigkeit. In the name of those your tyrant god has scorned, I shall wipe you from existence! So, Ishtar. What? Hahaha, die habe ich vorher ausgeschaltet. Die wäre wahrscheinlich deutlich heftiger, wenn ihr es direkt anspricht. So, gegen was bist du schwach? Gegen Finsternis. Glanz des Schreckens. Schwere Elektroschaden bei allen Gegnern ignoriert Resistenz und durchbohrt. Oh Gottes Willen, die macht richtig hart Schaden, wenn die das einsetzt. Also ich brauche Wind und ich brauche Finsternis. Also vom Prinzip her muss ich nur den zweiten unserer Begleiter austauschen. Den Winddrachenschlag haben wir ja mittlerweile auf 9. Bam! So, dich muss ich austauschen. Nehme ich Alice oder nehme ich ihn? Die scheint mir eher so magisch zu sein, deswegen würde ich jemanden nehmen, der physisch stärker ist. Idun bleibt als Heiler drin. Die hat eine echt coole Kampfmusik. Hört da mal kurz hin. Richtig geil, die Mucke. Manche der Gegner haben ja so eine richtig geile Kampfmucke. Die normalen Gegner haben alle dieselbe. So, jetzt können wir endlich mal die neue Fähigkeit sehen. Schändung des Landes. Ich mach mal sogar kurz. So, da könnt ihr sie anständig sehen. Okay, ich hab's mir ein bisschen spektakulärer vorgestellt. So, Winddrachenschlag. Bei Boston gilt diese One-Hit-Chance übrigens nicht. Glanz des Schreckens. Ah, die kann das nicht einsetzen, weil ich ihr die Magatsui-Dinger genommen habe. Ich habe ihr ihre stärkste Technik genommen. Heftig. Von wem kommt übrigens das Gebet? Ich glaube von Idun. Die Fähigkeit habe ich mal so nebenbei gesehen. Bei den Kämpfen. Das ist halt die absolute Full-Heilung. Also volle HP-Heilung, Statuseffekte weg und Wiederbelebung aller Mitstreiter. Also auch die, die gerade im Inventar tot sind. So, wir machen mal kritisch. Und dann nochmal Schändung des Landes. Na gut, sie sieht schon episch aus, die Technik, aber nicht spektakulär, so wie der wilde Wirbelhieb oder Aramasa. So, Idun, booste mal eben kurz alle. So, ich mach lieber den wilden Wirbelhieb, der sieht cool aus. Ah, diese Technik, die genieße ich einfach. Diese Technik ist einfach so ends cool. Ich musste die einfach mal nach langer Zeit wieder sehen. Tut mir leid, Leute. Die ist schon fast tot. Die hat bisher nicht einmal angegriffen. Ich habe den Boss wirklich in den Easy-Modus geschaltet.
Die ist mit den Dingern wahrscheinlich irre heftig. Aber ich habe ihr das halt komplett weggenommen. Ich mache damit sogar mehr Schaden als mit der Schändung, ne? Mit dem Wirbelhieb. Die ist gleich schon tot. Also hier war das so 430 ungefähr. Könnte auch 500 gewesen sein. Alter, die hat einen normalen Angriff gemacht. Okay, wenn ihr einen spannenden Bosskampf haben wollt, macht die Dinger nicht kaputt. Ich habe den Bosskampf lahm gemacht. Ich bin ein Nahobino. Nee, ich mach das, um hier die Dämonen aufzuhalten. Nee, wir müssen uns nicht dem Chaos ergeben. Nee, dass du mir gesagt hast, was ihre Schwäche ist. Ja. Ja, dann kannst du ruhig wieder mitkommen. Ich kann jetzt Ishtar herstellen. Also fusionieren. So, ich gehe immer noch der Theorie nach, dass der letzte niemand hier irgendwo gammelt. Ja, da auf der Karte, er wird mir schon angezeigt. Der war so im hinterletzten Eck. Vielen Dank. Dann können wir jetzt dahin, ne? Mega episch. Was will sie jetzt? Ich habe euch doch nur geholfen. It seems your skirmish with that demon was a success. Well done, boy. As the Archangel of Bethel, allow me to thank you for your assistance. All that remains is the castle and the rightful execution of the fallen angel within. Oh, Lord on high, we vow to carry your order throughout this blighted, lightless land of chaos. Hark! Forces of Bethel! Wipe the demons of chaos clean from this earth! Push them back into the darkest depths of the abyss! Das war easy. Oh, ein Gewalt. To guard the castle entrance from demonic reinforcements. We humbly request your aid in the infiltration of the castle, sir. Okay. Dem schließe ich mich gerne demnächst an. Aber wenn bei der nächsten Folge... Ich will jetzt noch gucken, was er an Auftrag hat. Ich bin dein Bruder? Okay. Wo findet denn seine Ankunft statt? Sehr starke Info. Okay, Leute. Wie gesagt, hier mache ich jetzt für heute Schluss. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, ein Like da lassen, ein Abo und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.